Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen hier zu diesem Video zurück auf meinen Kanal. So rum ist richtig, und ich habe heute ein cooles, knackiges Video für euch am Start. Ihr seht ihn im Hintergrund, Youssoufa Moukoko. Leute, dieser Mann ist eine absolute Waffe. Er ist gekommen, 10.000 Münzen kostet er, ist extinct, den gibt es nicht auf dem Markt. Und das Ganze mache ich nicht alleine, sondern gegen den guten alten Prones. Ja, was geht ab, Leute? Prones ist auch am Start. Ehrlich, eine gechillte Karte, hat gutes Tempo. Ich bin gespannt, was er da vorne so reißen wird. Um ihn herum bauen wir jetzt Teams, wie sonst halt auch bei Scorpeller Battle. Und, Ladies and Gentlemen, lasst es suchen, für Moukoko einen Daumen dazu lassen, dass sie Aiden überhaupt ins Spiel geladen hat. Finde ich cool, feiere ich. 10.000 für Moukoko. Ich habe auf jeden Fall Bock, Leute, ohne Spaß ihn zu testen. 4 Sterne, 4 Sterne. Ich glaube, das ist eine ganz gehypte Karte. Ich bin übrigens gespannt, wie in Real Life sein wird. Pass auf, schreibt mal in die Kommentare eure Prediction, was wird sein Highest Rating irgendwann so in Zukunft, weil schon ein paar Jahren. So 87 Moukoko, irgendwie sowas in die Kommentare. Und wir haben eine Folge bei Prones aufgenommen. Link ist in der Videobeschreibung. Da würde ich sagen, Meister, ich halte die Tafel für dich rein. Wir können direkt loslegen. Okay. Wir gehen rein. 4-3-3 habe ich ja ganz normal. Rechter Flügel, ganz schwer zu erraten, glaube ich. 5 Sterne Skills, Achel, Di Maria. Und linker Flügel muss jetzt natürlich einer aus der Bundesliga. Kann man haben. SBC-Karte. Kostic. Oh, nee, ich habe Diaby und ich habe Leroy Sané. Schade. Nice. Dann halte ich mal bei dir rein. Digga, ohne Spaß, gegen dich ist es immer nicht so eigentlich geil, wenn du... schreibt man ja oft die auf, die man selber hat, ne? Oder? Ja, stimmt. Deswegen gehe ich auch rechts direkt mit einem Bayern-Spieler namens Leroy Serge Gnabry. Wichtig und richtig. Und linker Flügel. Digga, sage nicht, dass du... Ja, ich habe tatsächlich wirklich Diaby. Ja, stimmt. Selbst verraten. ich habe aufgeschrieben Hoffmann in Form und Diaby. Nein. Wieso gönnst du dich eigentlich bei einer Aufnahme gegen dich, wo wir wirklich Gameplay spielen? Wieso gönnst du mir nicht mal ein volles Team, Digga? Geht nicht, kann man nicht machen, gibt's nicht. Ich dachte, mit Diaby ist halt über Frankreich so einfach noch zu linken. Ich habe auch viel gedacht und dann ist schwierig dabei rausgekommen. Freunde, was geht? Kurze wichtige Ansage. Bei meinem Partner DevShop habe ich zum Beispiel das Oberteil her. Magst du einen coolen Hosen haben? Von Gamora. Auch super geile Hose. Ja, mit so ein paar Jordan, schmeckt. Willst du zum Black Friday ein bisschen sparen? Ist bei dem schlecht. Magst du ein bisschen oldschool-mäßig Adidas, Originals, bisschen Nike? Es gibt alles, Freunde. Morgen bei Black Friday, Freunde, sind bei DevShop 20.000 Artikel bis zu 80% reduziert. Seid am Start, das ist übrigens die Hosen, die ich anhab. Hier bei Baller ist das Oberteil, die Hose habe ich mir auch bestellt. Und no joke, ihr findet dort einfach alles. Gönnt euch morgen auf jeden Fall den Rabatt, wenn ihr was schnappen wollt. Und nicht vergessen, mit dem Code THABAK20 gibt es immer noch 20% obendrauf. Also, zuschlagen. Ja, der erste Bronze-Spieler ist da, ist noch ein Feldspieler, aber ich bin confident. Ich glaube, im Mittelfeld wird direkt der nächste gesniped und da kommt dann der Keeper hin. Ich bin gespannt. Pass auf, ich habe schon meinen ersten Bronze-Spieler. Danny wollte noch nicht den Torhüter aktivieren, mal gucken. Ich gehe im Mittelfeld, Meister. Gehe ich mit einer coolen Icon, ich habe echt Bock auf den, Wayne Rooney. Der ist brutal, frontal. Linker ZDM, oder ZM besser gesagt, ist Ndombele von Tottenham. Der hätte jetzt eigentlich einen Link zu meinem linken Flügel, man kennt ihn. Und wir haben noch den guten alten Hero Pelé im Mittelfeld. Der ist übrigens ZOM, okay. Habe ich zum ZM gemacht. Das ist wild, okay, damit habe ich jetzt doch nicht gerechnet, dass hier so Icons, Heroes und so kommen. Das ist viel. Das ist viel, okay, man darfst du behalten. Man muss ja auch seine Geschütze aufnehmen, wenn man gegen dich spielt, weißt du? Jetzt bist du dran. Ja, verstehe schon. So, bei Moukoko habe ich halt jetzt viele Möglichkeiten, den zu linken, ne? Deutscher aus der Bundesliga, einer von Dortmund könnte kommen oder eine deutsche Icon. Ich nehme aber einen von Dortmund, nämlich Bellingham. So, linkes ZM, ja, du hast es schon gesagt, Geschütze werden ausgefahren. Bei mir natürlich auch. Icon Desai. Und jetzt ist die Frage, wen habe ich mit Di Maria gelinkt? Gibt viele SBCs auf Verratti, Draxler und so, habt ihr alle gemacht. Ich wollte Verratti benutzen. Aber? Oder was? Nee, also ja, ich habe Verratti drin, ne. Okay, Meister. Ich habe Milinkovic-Savic wegen serbischen Link vielleicht, dachte ich. In der Mitte habe ich mit Icon gerechnet, deswegen habe ich nichts aufgeschrieben. Und Verratti, Draxler stehen auf meiner Tafel. Und weißt du was? Was war jetzt nicht zu mir, hast gesagt, komm in den linken Flügel. Ich will aber den Bronze-Torhüter da drin sehen, statt Verratti. Oh, mal gucken, ob Paris einen hat. Mein Freund, pass auf. Die Außenverteidiger, die werde ich mir holen. Tafel ist drin und sie wartet auf dich. Rechtsverteidiger, Hakimi. Linksverteidiger von Real Madrid, Mondi. Perfekt. Linksverteidiger Theo Hernandez und rechts Klaus Kleber. Okay. Das ist nice. So, jetzt halte ich rein. Oh Mann, jetzt kannst du mich brechen. Rechtsverteidiger Hakimi. Linksverteidiger die Wassermelone namens Dinja. Ich habe Reguillon links, aber rechts Hakimi. Jawohl, ich habe nämlich Klaus Kleber rechts. Ich habe das gespürt. Ich habe es gespürt, direkt.
Nee, der Klaus ist drin. Sag das war wieder ein typischer Fall von man schreibt das auf, was man selber hat. Das ist echt so, gell? Gut, Leute, dann gehen wir rüber ins Finale. 1-1, mal gucken, was jetzt geht. Wir kommen zur letzten Position. Ich habe was im Auge. Ich habe mich auf etwas festgelegt, was ich hier sehen will bei dir. Auf der rechten Verteidigerposition. Pass auf, das rechte im Auge. Ja, das könntest du tatsächlich haben. Ich habe Marquinhos, Rechtsinnenverteidiger. Eigentlich ist es so auffällig, dass man den vielleicht nicht aufschreibt. Dann links habe ich Gomez. Ich habe wirklich mein Auge nicht trauen können, Freunde. Der kostet 2800 Münzen. Letztes Jahr hätte der zu der Zeit 50.000 gekostet mindestens. Und im Tor gehe ich mit dem Alisson Becker. Und der macht die volle Chemie voll. Ich dachte, weil Pelé ja noch einen Link braucht. Ich dachte, du holst diesen Link über einen anderen Hero. Ach so, nein, nein. Das wäre ein kranker Move gewesen. So auf unauffällig über einen anderen Hero nochmal woanders hingehen. Aber... wieder viel zu kompliziert gedacht, kommt da einfach Marquinhos. Man macht sich so Gedanken, man guckt auf Seite 18 bei Foodpin, wer da sein könnte und am Ende ist es einfach der Offensichtliche. Er dribbelt einfach so. Wir kommen zu meinen Spielern. Wir haben zwei Engländer in der Innenverteidigung und im Tor. Wen hattest du? Alisson? Ich hatte Alisson. Du auch? Ja, ich auch. Wen hast du? Welche Engländer hast du? Ben White und wer ist das überhaupt? Courtney Hause. Ich habe zwei Innenverteidiger. Genau, ich weiß ja, aber okay, du hast die. Nee, ich habe Ekola, Oxford, das war mein Engländer und Manuel Neuer. Ich dachte, du gehst wieder zurück in die Bundesliga. Das war mein Tipp. Also eigentlich spekuliert man da auf Bundesliga. Ich war mir schon sicher, dass ich die behalten kann. Das sind beides Informs in der Innenverteidigung. Alles safe. Weißt du, was aber positiv ist? Ich habe einen Browser, aber das ist kein Torhüter. Das ist schon mal... Ja, dass ich den Joker nicht benutze. Genau. Dann würde ich sagen, ich lade dich ein. Wir sehen uns im Spiel. Ich bin gespannt. Moin, Meister. Wer ist dieser Arte Kerl beim Browser? Okay. Müssen wir schon wieder das dribbeln. Wer ist Bums? Der hier? Nee, das ist ein Dombele. Boah, Moukoko sieht. Von Ingame habe ich gesehen, haben sie ihn richtig gut gemacht. Und dann die Maria ist Hakimi eklig. Ist mit die beste Offensivkraft, die ich habe in dem Team. Der ist sehr, sehr gut. Digga, einmal gegen dich gewinnwillig. Was? Oh mein Gott, starker Schuss, hä? Bellingham, Alter, nicht schlecht. Oh oh. Auf den Keeper. Der kann nichts, oder? Oh. Jawohl. Wow, du scheiß Idiot, Mann. Oh, bitte helfen Sie mir! Nein, Moukoko, nein! Oh. Nein, weiter. Oh, Moukoko. Nein! Oh Gott. Scheiße. Jetzt gab. Scheiße. Oh. Keeper. Oh, schöner Ball. Wir lassen den Content, Freunde. Apos auf Trock am Start. Ja. Oh mein Gott, was ein Tackling. Digga, immer wenn Prone sagt zack, zack, dann wisst ihr. Ihr wisst wirklich, Leute, es wird unangenehm. Zack, nein. Zack. Nein. Okay, ich mach jetzt auch mal den, oder? Nein. 1000%. Landlord hat Angst vor diesen Ecken. Nein. Kurz die Fixer nochmal hier. Ja, das ist der starke Fuß. Ach, die Maria. Belassen, zwei Discards. Man kennt ihn. Nein. Apos auf Trock am Start. Bei Fragen einfach bei. Oh, scheiße. Ach so! Er kommt wie auf dem Tablett serviert, aber der gut zweimal, Mann. Danke, ey. Kuss. Digga, hast du bei Jens angerufen von EA oder was? Ja, Mann. Kurz mit mir Support geschrieben. Ja, du wolltest auch ein Tor mit Moukoko noch sehen in deinem Video. Aber schau mal, wie gut der aussieht in FIFA, also wie echt er aussieht. Er ist schon echt realistisch gemacht. Also, bei dem haben sie Mühe gegeben. Eigentlich besser als alle anderen, realistischer als alle anderen im Team. Er ist einfach. Schießt gut. Kann er auch, also. Besseren Schuss als für Sebo Prime. Weiter. Kämpfen, Jungs! Perfekt. Nein, gönn doch noch den Angriff. GG. Vier Discards. GG. Das wird sehr wehtun. Okay, ich bin soweit, Danny. Ich habe umgestellt. Du darfst. Okay, komm, mit vier Stück kann man noch was holen. Letztes Mal habe ich dir diesen Trick verraten, dass man immer so auf gegenüberliegende Position stellt. Du hast es wahrscheinlich diesmal nicht gemacht, oder? Ich weiß nicht.
Ich nehme linker Flügel und rechter Flügel und linkes ZM und rechtes ZM. Du hast mich offiziell rasiert. Du triffst. Linker Flügel ist erstmal ein rechter Flügel, war nicht gut. Also Mokoko und, ja, wobei 10k und nochmal 20k. Den Klaus Kleber. Dann hast du linkes ZM gesagt. Das war Pelé, teuerste Karte. Und Alisson Becker. Ja, gut. Das sind halt. Pelé 700k oder so? Ja. Oioioi, bester Spieler. Das sind 700k, die flöten gehen. Und Mokoko sogar. Ja, gut. Übrigens, Leute, absolut F in den Chat erstmal. Der Mann wird einen Future Star bekommen, deswegen hat die. Vertraut mir, der wird geil. Ich hoffe es. So, Leute, ihr seht's. SBC ist am Start. Mokoko ist drin. Klaus ist drin. Alisson und Pelé ist drin. Leute, ich schicke den Hasen ab. Daraus mache ich am Ende noch eine kleine eigene SBC. Und ja, ich will Pelé abschließen. Alles gut, EA. Keine Sorge. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, letzte Worte gehen an dich. Schaut euch noch gerne das Video von Prones an. Haut's rein und ciao. Ja, zumindest kleine Rache für den Macy Wants Watch, den ich damals auf Reise geschickt habe. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Wir sind noch nicht fertig, da kommt noch mehr. Leute, haut rein, macht's gut. Ciao.